Und das dritte Thema, das ich ansprechen möchte, ist auch in Bezug auf Kinder und Familien. An kindergerichtete Werbung trägt täglich sehr stark in den Alltag von Kindern ein, bis hin ins Kinderzimmer. Und während wir wissen, dass Kinder bei dieser Werbung besonders empfänglich sind, ist es im Moment so, dass 92% dieser Werbung, die Kinder im Internet und Fernsehen wahrnehmen, für Süßigkeiten, Snacks und Fastfood, für ungesundes Essen ist. Wir müssen verhindern, dass das langfristigen Einfluss auf die Kinder hat und da wie Landwirtschaftsminister Cem Özdemir klare Regeln schaffen und da dafür heute einen Vorschlag vorgelegt. Wir greifen mit diesen Regeln Eltern unter die Arme. Denn an vielen Stellen können Eltern ihre Kinder hier nicht alleine schützen und brauchen unsere Unterstützung. Es gab bisher schon viele freiwillige Selbstverpflichtungen, die haben aber, das muss man sogar klar sagen, am Ende zu keinem Ergebnis geführt. Deshalb brauchen wir endlich auch klare Vorgaben und klare Regeln. Wir wollen Familien unterstützen, damit Kinder gut aufwachsen können. Und wir merken auch, dass es, wenn es um den Schutz von Kindern gibt, viele Menschen in diesem Land die Erwartung haben, dass der Staat hier Verantwortung benimmt und die Jüngsten unserer Gesellschaft unterstützt und schützt. Das heißt, verbindliche, bundeseinheitliche Richtlinien und Regeln entlasten die Familien und sie bedeuten weniger Druck auf die Eltern an der Supermarktkasse und so mehr Unterstützung für Familien.